Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Morgen um 8 Uhr, um gemeinsam aus dem wichtigsten Buch der Krishna-Bhakti-Tradition zu hören, es gemeinsam zu studieren. Neben der Bhagavad-Gita, wie sie ist, beide Bücher und auch viele andere schöne Bücher wurden übersetzt und kommentiert von His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und ja, heute haben wir wieder einen Srimad Bhagavatam-Vers, nämlich wir sind im ersten Kanto, Kapitel 5, und haben heute den 34. Vers. Und ja, da gehen wir auch mal schnurstracks zu unseren Gebeten, die wir immer chanten oder rezitieren, bevor wir aus dem Srimad Bhagavatam hören. Und ja, ich habe heute auch mit dabei den Ram Gopal Prabhu aus dem Westerwald. Herzlich willkommen nochmal, Ram Gopal. Und vielleicht können wir ja zusammen mal die Gebete rezitieren. Danke. Kannst du noch mal was sagen? Mein Mikrofon, mein Lautsprecher ist noch Hare zu. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Das hört sich gut an. Und ich chante sie mal auf Sanskrit. Und Ram Gopal, du kannst sie ja dann auf Deutsch übersetzen. Gerne. Achtung. So. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrbietung. Narayanam namaskritya narangchaiva narotamam divim sarasvatim vyasam tato jayam udirayet. Ich kann das leider nicht auswendig. Und, Entschuldigung. Danke. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayan, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit und Shrila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrbietung darbringen. Nashtakayeshvabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Und gerne alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Besten Dank. Und ich glaube, Ram Gopal, bei dir höre ich eine Rückkopplung. Das heißt, du hast wahrscheinlich Lautsprecher an. Das heißt, ich höre mich dann nochmal aus deinen Lautsprechern. Das kann man, genau, du kannst das Mikrofon ausmachen. Und ein anderer Tipp ist auch, wenn man Kopfhörer nimmt, dann passiert sowas nicht. Okay,
schauen wir uns den heutigen Vers einfach mal direkt an. Und da heißt es: Evangrinam Kriya Yoga Sarve Sanskriti Hetavaha Taivatma Vinashaya Kalpante Kalpita Pare. Und die Wort-für-Wort-Übersetzung, ich lese das Sanskrit, Ram Gopal, gerne das Deutsch. Evam. Auf diese Weise. Mrinam. Des Menschen. Kriya Yoga. Alle Tätigkeiten. Sarve. Alles. Sanskriti. Materielles Dasein. Hetavaha. Verursachen. Te. Das. Eva. Gewiss. Atma. Der Baum der Arbeit. Vinashaya. Töten. Kalpante. Werden befähigt. Kalpitaha. Geweiht. Pare. Der Transzendenz. Die Übersetzung. Wir können uns ja die Erläuterung ein bisschen aufteilen. Die hat zwei Hälften. Ich lese die erste Hälfte und Ram Gopal dann die zweite. Okay. Der Vers erstmal. Wenn auf diese Weise alle Tätigkeiten des Menschen dem Dienst des Herrn geweiht sind, werden die gleichen Tätigkeiten, die sein Gebundensein verursachten, zum Vernichter des Baumes der Arbeit. Erläuterung. Fruchtbringende Arbeit, die das Lebewesen immerzu darin beschäftigt hält, den Baum der Arbeit wachsen zu lassen, der in der Bhagavad Gita 15.1-2 mit einem Banyanbaum verglichen wird, ist zweifellos tief verwurzelt. Solange die Neigung besteht, die Frucht der Arbeit zu genießen, muss man die Wanderung der Seele von einem Körper oder Ort zum nächsten Körper oder Ort entsprechend der Natur seiner Arbeit fortsetzen. Die Neigung zu genießen sollte in den Wunsch verwandelt werden, der Mission des Herrn zu dienen. Handelt man so, wird die Tätigkeit, der man nachgeht, zu Karma-Yoga oder dem Weg, auf dem man die spirituelle Vollkommenheit erreichen kann, während man der Arbeit nachgeht, zu der man eine natürliche Neigung hat. Hier bedeutet das Wort Atma die verschiedenen Arten fruchtbringender Arbeit. Die Schlussfolgerung lautet, wenn das Ergebnis aller fruchtbringenden und anderen Arbeit mit dem Herrn des Herrn, Entschuldigung nochmal, wenn das Ergebnis aller fruchtbringenden und anderen Arbeit mit dem Dienst des Herrn in Verbindung gebracht wird, ruft solche Arbeit kein weiteres Karma hervor, sondern entwickelt sich allmählich zu transzendentalem, hingebungsvollen Dienst, der nicht nur die Wurzel des Banyanbaumes der Arbeit abtrennt, sondern den Handelnden auch zu den Lotusfüßen des Herrn bringt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man als erstes die Gemeinschaft reiner Gottgeweihter suchen muss, die nicht nur Kenner des Vedanta, sondern auch selbstverwirklichte Seelen und ungetrübte Geweihte Shri Krishnas, der Persönlichkeit Gottes sind. In dieser Gemeinschaft muss der neue Gottgeweihte ohne Vorbehalt körperlich und geistig liebevollen Dienst darbringen. Diese dienende Haltung wird die großen Seelen veranlassen, noch großzügiger ihre Gnade zu gewähren, die den Neuling mit allen transzendentalen Eigenschaften der reinen Gottgeweihten ausstattet. Nach und nach entwickelt er dann eine starke Zuneigung zum Hören über die transzendentalen Spiele des Herrn, was ihn befähigt, die wesenseigene Stellung der groben und feinen Körper zu erkennen und darüber hinaus das Wissen der reinen Seele und ihrer ewigen Beziehung zur höchsten Seele der Persönlichkeit Gottes. Nachdem man die Art dieser Beziehung durch die Wiederaufnahme der ewigen Beziehung herausgefunden hat, beginnt sich der reine hingebungsvolle Dienst für den Herrn allmählich in vollkommenes Wissen über die Persönlichkeit Gottes zu entwickeln, das jenseits der Erkenntnis des unpersönlichen Brahmans und des lokalisierten Paramatmas liegt.
Durch solchen Purushottama-Yoga erlangt man, wie es in der Bhagavad Gita heißt, noch während des gegenwärtigen körperlichen Daseins die Vollkommenheit und entfaltet alle guten Eigenschaften des Herrn im höchsten Maße. Das ist die allmähliche Entwicklung durch die Gemeinschaft reiner Gottgeweihter. Hare Krishna. Prima, vielen Dank. Schauen wir uns nochmal den Vers an. Wenn auf diese Weise alle Tätigkeiten des Menschen dem Dienst des Herrn geweiht sind, werden die gleichen Tätigkeiten, die sein Gebundensein verursachten, zum Vernichter des Baumes der Arbeit. Ja, und wir können ja vielleicht mal, weil hier der Bhagavad Gita Vers 15.1 und 15.2 erwähnt wird, uns das einfach mal kurz anschauen. Ich habe eine Bhagavad Gita dabei. Und da heißt es nämlich, in dem ersten Vers, Shri Bhagavan Uvacha, Urdhva Mulam Adasakam, Ashvatam Prahu Avyayam, Chandangsi Yasya Parnani, Yastam Vedasa Vedavit. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, es wird gesagt, dass es einen unzerstörbaren Banyanbaum gibt, dessen Wurzeln nach oben und dessen Äste nach unten gerichtet sind und dessen Blätter die vedischen Hymnen sind. Jemand, der diesen Baum kennt, kennt die Veden. Und in dem zweiten Vers heißt es, Adashchodvam Prashritas Tasya Saka Guna Pravritta Vishaya Pravala Adashchamulanyanu Santatani Karmanu Bandhini Manushya Loki. Die Äste dieses Baumes, der durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur genährt wird, erstrecken sich nach oben und nach unten. Die Zweige sind die Objekte der Sinne. Der Baum hat auch Wurzeln, die nach unten weisen, und diese sind an die fruchtbringenden Tätigkeiten der menschlichen Gesellschaft gebunden. Und ja, der dritte Vers ist eigentlich auch noch für uns interessant, der dritte und vierte. Da lese ich einfach nur mal das Deutsche. Die wirkliche Form dieses Baumes kann nicht in dieser Welt wahrgenommen werden. Niemand kann verstehen, wo er endet, wo er beginnt und wo sein Ursprung liegt. Doch mit Entschlossenheit muss man diesen fest verwurzelten Baum mit der Waffe der Loslösung fällen. Dann muss man den Ort suchen, von dem man, wenn man ihn erreicht, nie wieder zurückkehrt und sich dort der höchsten Persönlichkeit Gottes ergeben. Dem Anfang von allem, von dem alles seit unvordenklichen Zeiten ausgeht. Ja, sehr schön. Und Srila Prabhupada geht eben diesem Beispiel nach, der auch hier im Srimad Bhagavatam wird auch auf diesen Baum Bezug genommen. Lass uns das uns noch mal kurz angucken. Fruchtbringende Arbeit, heißt es in dem ersten Satz, die das Lebewesen immerzu darin beschäftigt hält, den Baum der Arbeit wachsen zu lassen, der in der Bhagavad Gita 15.1 bis 2 mit einem Banyanbaum verglichen wird, ist zweifellos tief verwurzelt. Also das können wir uns, glaube ich, alle ganz gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Banyanbaum gesehen habt, in echt. Das ist recht komplex. Also so ein Baum sieht nicht einfach aus wie eine, was ist denn so ein ganz einfacher, so eine Fichte. Ein langer Stamm, der nach oben geht und dann halt Blätter links und rechts in alle Richtungen, sondern ein Banyanbaum ist, der hebt sich von den anderen Bäumen eigentlich doch ein bisschen heraus. Wie wir hier auch in der Bhagavad Gita hören, die Wurzeln gehen irgendwie nach oben. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Ram Gopal, hast du dir schon mal einen Banyanbaum so
angeschaut. Ich gehe mal in der Zwischenzeit auf Google Bilder und guck mal, ob wir da einen Banyanbaum finden. Also ich habe so einen Baum schon gesehen. Allerdings muss ich sagen, dass ich also in meiner gesamten Zeit immer wieder über diesen Baum meditiere. Und also ganz automatisch, weil man damit so durch die Schriften konfrontiert wird. Und ehrlich gesagt habe ich das immer noch nicht so ganz richtig verstanden. Willkommen im Club. Weil also wie das im letzten Satz des Verses der Bhagavad Gita oder jetzt in der Erläuterung, das weiß ich nicht genau, wird ja gesagt, wer diesen Baum kennt, hat die Veden verstanden. Mhm. Also ich habe die Veden nicht verstanden. Das ist schon mal so ganz... ganz ja, genau. Deshalb schauen wir uns den Baum hier einfach nochmal an. Hier sehen wir einen Banyanbaum. Und wie ihr seht, das ist ein ganz schönes, komplexes Gewächs. Da steigt man eigentlich nicht so wirklich durch. Hier sind Wurzeln. Man weiß nicht, sind es Wurzeln, sind es Äste? Die Blätter gehen nach unten, manche nach oben, hat man das Gefühl. Und ich glaube, was Krishna hier meint mit dem Banyanbaum, also wer den kennt, der kennt die Veden. Ich glaube, er meint damit, dass wenn man diesen Baum, wenn man versteht, ja, dieser Baum ist ziemlich unübersichtlich und genauso ist auch die materielle Welt und das Karma und die Wege des Lebewesens sehr, sehr unübersichtlich. Wir verlieren schnell die Spur, das Gesamtbild, weil sich das Lebewesen in so viele karmische Tätigkeiten und dann auch in den Reaktionen verstrickt. Und das ist meine Vermutung, dass Krishna uns das hier sagen will. Wenn ihr dieses Durcheinander erkennt, das in diesem Banyanbaum irgendwie doch ein Stück weit zum Ausdruck kommt, dann versteht ihr auch, was hier in der materiellen Welt los ist. Und dann versteht ihr auch die wichtigen Aussagen der vedischen Schriften. Ja, also das wäre für mich so eine Auslegung. Darf ich nochmal so den Vers 2, und zwar Mitte, oder ich lese den Vers 2 nochmal vor aus der Bhagavad Gita. Die Äste dieses Baumes, der durch die Erscheinungsweisen der materiellen Natur genährt wird, erstrecken sich nach oben und nach unten. Die Zweige sind die Objekte der Sinne. Der Baum hat auch Wurzeln, die nach unten weisen, und diese sind an die fruchtbringenden Tätigkeiten der menschlichen Gesellschaft gebunden. Ja. Ja. Also das zeigt ja deutlich darauf hin, also weil der ja so viele Wurzeln nach unten hat. Und schau mal, Rambopal, hier habe ich noch was Schönes entdeckt. Oh, wow. Das ist aus der ersten Bhagavad Gita. Einer der ersten Bhagavad Gitas ist dieses Bild, was ich persönlich sehr interessant finde. Ja. Genau das zeigt es auch. Das ist der Punkt. Und da sehen wir ja auch, also wenn wir uns diesen Baum da anschauen, das ist ja ein riesiges Gestrüpp und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, hinzuschauen. Und mit ein bisschen Beschriftung wird hier Abhilfe gesorgt, dass man ungefähr versteht, was ist. Ja, aber ich glaube, Ram Gopal, der Punkt ist klar. Es heißt hier ja auch in diesem Satz, den finde ich auch sehr interessant, den lese ich euch auch noch mal vor. Moment, jetzt muss ich das noch mal ausblenden. Fruchtbringende Arbeit, die das Lebewesen immerzu darin beschäftigt hält, den Baum der Arbeit wachsen zu lassen. Den Baum der Arbeit wachsen zu lassen. Das finde ich ist eine sehr interessante Formulierung. Das heißt, dieses Gestrüpp wird immer größer und größer. Und die Wurzeln, hier wird auch von den Wurzeln gesprochen, die werden immer tiefer. Also das Lebewesen verwurzelt sich immer tiefer in diese materielle Welt.
Also ich bezeichne das auch oft, wenn ich so darüber spreche, über den Urwald des Geistes. Ja, so, das ist wie ein Urwald, und obwohl in diesem Urwald immer irgendwo Lichtquellen auch sind, es ist sehr schwierig, das zu durchdringen. Und ich meine, wir sehen das ja selbst in welcher vielfältigen Form wir immer wieder reingenommen werden, wie der Geist immer wieder betrogen wird durch diese Macht der Erscheinungsweisen, die uns eigentlich von dem wahren Gedanken, von dem wahren, von der Verwirklichung abhalten, in unsere Authentizität zurückzukommen, also in unsere wahre Authentizität. Mhm. Das ist wirklich so, meine Güte. Ne, also ich glaube, jeder, der ein bisschen dabei ist und Hare Krishna chantet, der weiß, wie unglaublich der Geist beim Chanten zum Beispiel abgelenkt wird. Ich habe so im Moment zum Beispiel wirklich Schwierigkeiten. Ich wundere mich, ich chante ja dreimal am Tag den Gayatri-Mantra, und also, ich weiß auch nicht, obwohl meine Bemühung wirklich ehrlich ist, was da alles so durchläuft nebenbei noch so, meine Güte. Ja. Also es ist nicht so einfach. Ich meine, ich nenne das immer so Lebensabschnittsphasen, durch die man durchgeht. Dann denkt man, man hat mal gerade jetzt so, okay, habe ich mal so ein paar Monate konzentriert gechantet, aber dann kommt irgendwas rein, so was dann alles mehr oder weniger so fast zunichte macht, und man muss wieder von vorne anfangen, so weil man vielleicht irgendwie sich an diesen das funktioniert ja gut Gedanken gewöhnt hat, und aus diesem ich gebe mich hin Bereich rausfällt. Es ist ja eigentlich immer nur dieser ich gebe mich hin Bereich, der das jetzt bestimmt. Ja, so was vorher und nachher ist, ist Zukunft und Vergangenheit. Also sobald ich aus der Hingabe rauskomme, automatisch bin ich in den Erscheinungsweisen. Und so die großen Weisen haben viel darüber geschrieben. Es gibt so eine schöne Methode beim Chanten, die ich von Bhaktivinoda Thakur gelernt habe, so den Geist immer wieder auf das erste Hare zu konzentrieren. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare und so weiter. Weil dadurch wird der Geist auf dieses erste Hare fixiert, und der hat nicht die Zeit, wenn der Rest des Mantras durchläuft, irgendwie ein neues Konzept zu entwickeln. Ja, so, und dann chantet man wieder Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Aber nach einer kurzen Zeit, da muss man sich schon wieder einen neuen Trick einfallen lassen, um den Geist zu fixieren. Ich wechsle das immer so ab, um so lebendig zu bleiben, also auch wach zu sein und wirklich zu versuchen, im Mantra zu sein, im Chanten zu sein. Es ist wirklich, sobald wir aus dieser Hingabe rauskommen, sind wir automatisch in den Erscheinungsweisen, und der Geist, bei mir zumindest, nutzt gnadenlos jede Möglichkeit aus, um seine Fülle bei mir zu präsentieren. Das kann gute Gedanken sein, das kann mit meinem Seva zusammenhängen und was weiß ich nicht alles und so. Das ist nicht so der Horrorfilm, der dann bei mir läuft, so nach dem Motto Sex, Drugs and Rock'n'Roll oder sowas in der Art. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, um das Chanten, um den heiligen Namen zu hören. Ja. Nicht um da, was weiß ich, so zu denken, was wir jetzt für Krishna kochen wollen. Es geht lediglich darum, um den Hare Krishna zu hören. Hare Krishna, Hare Rama. Das sollen wir hören, nichts weiter. Ja, also ich bin da ein Anfänger. Das kann ich ganz offen und ehrlich gestehen. Okay. Der Anfang ist, im Krishna-Bewusstsein ein Anfänger zu sein, das kann eine sehr breite Spanne sein.
Ja, das stimmt allerdings. Wir sollten eigentlich jeden Tag neu anfangen. Hm. Oder? Habe ich mal irgendwie gehört. Genau, man sollte sich auch irgendwie immer als Anfänger fühlen. Ich glaube, das ist nicht ungesund. Ja. Ja, man sollte nicht denken, der Kadamba Kananaswami hat das, nee, der Manidhara Prabhu hat das mal so lustig gesagt. Irgendwann kann es passieren, dass der Devoti dann anfängt zu denken, ach, eigentlich bin ich schon sehr erfahren. Ich habe schon so viele Sapschis gegessen. Ich habe schon so viele Chutneys probiert. Für die, die nicht wissen, was Sapschis und Chutneys sind. Sapschi heißt Gemüsegericht. Und Chutneys ist so eine gekochte Speise aus Früchten, sehr scharf und sehr süß. Und dann zählt er diese ganzen Gerichte auf. Ne? Und dann kann es passieren, dass man dann als Devoti so denkt, oh, ich war schon bei so vielen Kirtans und ich habe bei so vielen Vorlesungen zugehört. Ich bin eigentlich sehr erfahren, sehr reif. Ja, aber das ist eigentlich nicht so optimal, weil dann hat Maya, die illusionierende Energie, schneller wieder Zugriff, weil wir wissen, dass wenn man zum Beispiel so dann eine Überheblichkeit entwickelt, dann ist man auch wieder unter den Erscheinungsweisen und kann die Dinge nicht mehr so klar sehen, wie sie sind. Ja, also sehr schön mit dem Tipp von Bhaktivinoda Thakur, sich auf das erste Hare zu konzentrieren, werde ich jetzt auch mal wieder probieren. Was ich auch so gemerkt habe, wenn man im Geist den Hare Krishna Maha Mantra so mitchantet, das ist auch interessant. Also manchmal, ich kenne das gut, was du da erwähnt hast, was da manchmal so alles durchrauscht, während man chantet, das ist schon teilweise sehr furchteinflößend. Was manchmal hilft, ist, ich höre auf, verbal zu artikulieren, also mit dem Mund, sondern chante so 3-4 Mantras im Geist. Weil dann ist es schwer, wirklich schwer, an etwas anderes zu denken. Wenn die Namen im Geist artikuliert werden, also auf der gedanklichen Ebene. Und dann tune ich mich mit dem Verbalen mit ein. Das hilft mir manchmal auch. Unauffällig, ne? Bitte? So unauffällig. Genau. Dass der Geist das gar nicht so mitkriegt und auf einmal chantet man laut und der Geist macht aber trotzdem immer noch so mit und so. Genau. Weißt du, wovon du redest? Ja, aber wie du sagst, der Geist denkt sich dann auch wieder neue Sachen aus, um dich wieder wegzubringen. Und man muss dann immer wieder auch teilweise die Strategie ändern. Und ja, es heißt auch, dass man dem Geist immer, den muss man immer im Auge behalten. Das sagt Krishna auch in der Bhagavad Gita. Jetzt habe ich den Vers nicht auf den Lippen. Aber da sagt Krishna, dass der Geist ist immer unstet wie der Sturm. Das sagt eigentlich Arjuna. Aber Krishnas Antwort ist ja, der Geist ist sehr unstetig und deshalb wir müssen ihn immer wieder einfangen und unter die Herrschaft des Selbst bringen. Yato yato nischalati manaschanchalam astiram tamtam evaiti kauntea. Oh, da verließen sie ihn. Ja, sehr interessant. Lass uns schauen, wie es hier noch weitergeht. In dem ersten Abschnitt kann man sagen, beschäftigt sich Srila Prabhupada eben mit diesem Baumbeispiel, übertragen auf unsere Handlungen, auf die wiederum zu Karma führen. Dieses Karma wiederum führt dazu, dass wir verschiedene Lebensformen annehmen müssen, verschiedene Körper annehmen müssen in den niederen Lebensformen, in den mittleren oder in den höheren. Und die Schlussfolgerung ist, und da bezieht er sich auch indirekt auf die Bhagavad Gita, wir haben es eigentlich eben auch vorgelesen, dass man durch diesen spirituellen Vorgang dann diesen Baum abtrennen muss. Mal gucken, ob wir die Stelle nochmal finden. Okay. Hier bedeutet das Wort Atma die verschiedenen Arten fruchtbringender Arbeit.
Die Schlussfolgerung lautet, wenn das Ergebnis aller fruchtbringenden und anderen Arbeit mit dem Dienst des Herrn in Verbindung gebracht wird, ruft solche Arbeit kein weiteres Karma hervor, sondern entwickelt sich allmählich zu transzendentalem, hingebungsvollen Dienst, der nicht nur die Wurzel des Baumes, des Banyanbaumes der Arbeit abtrennt, ja haben wir es, sondern den Handelnden auch zu den Lotusfüßen des Herrn bringt. Nicht wahr? Also, und da können wir uns dieses Bild hier nochmal anschauen. Moment, wo habe ich es? Dieses Bild, was ich euch vorhin gezeigt hatte. Und zwar hier. Nee, doch, hier ist es. Da sehen wir nämlich ganz oben, das ist Brahma auf dieser Lotusblume sitzend. Also er ist schon ziemlich transzendental zu diesem Baum. Man könnte fast meinen, er steht da drüber, wie auch einige andere Halbgötter. Da sehen wir Sarasvati mit der, kann man nicht größer machen, schade. Sarasvati sieht man hier mit der Veena oder Sita. Hier sehen wir Ganesha. Das könnte Hanuman sein, ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht genau erkennen. Hier vielleicht der Sonnengott auf seinem Sonnenstreitwagen. Und wir sehen aber da drüber ein Bild von Radha und Krishna in Goloka Vrindavan. Und das ist wohl, was Srila Prabhupada hier meint. Also man muss das hier irgendwie alles hinter sich lassen und abtrennen. Und dieser ganze Vorgang, nämlich dass man diese Tätigkeiten, diese materiellen Tätigkeiten, dass man die mit Krishna verbindet, die haben zwei Wirkungen. Einmal, dass man eben diese Wurzeln dieses Baumes abtrennt, sich also aus diesem Gestrüpp herausbewegt. Und das zweite Ergebnis ist, dass man hier zu den Lotusfüßen Sri Krishnas zurückkommt. Ram Gopal, verstehst du das auch so? Ja, also da steht ja auch, also hinter Lord Brahma steht ja Desire. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal so die ganzen Wörter so angucken, so auf der oberen Ebene Befreiung, vedische Hymnen, ja, und wenn das dann weiter runter geht, so... Warte mal, ich kann es vielleicht größer machen, kleinen Moment. Eventuell. Ist das jetzt größer? Oh ja, super, super. Kannst du das ein bisschen, genau, da kann man jetzt sehen, Radha und Krishna und die Trennungslinie, also zwischen Brahma-Jyoti sozusagen und der materiellen Welt. Ja, Lord Brahma sitzt da, der Sonnengott auf seinem, auf dem Wagen von den Pferden gezogen, Mutter Sarasvati und die Halbgötter, die da alle versammelt sind. Hier sehen wir Indra auf dem Elefanten. Indra auf den Elefanten, der König des Himmels und so. Und da haben wir aber schon ein Devoti gesehen. Kannst du ein bisschen runterscrollen? Ja. Ein bisschen mehr noch? Ein bisschen mehr noch. Wo war abgeblieben? Da. Seht ihr? Unterhalb des König Indras. Wobei, der könnte aber auch Indra verehren. Das muss kein Krishna-Bhakta zwingenderweise sein. Ja, aber das geht um die vedischen Hymnen da in diesem Bereich. Okay. Ja, das ist ja, wir lernen ja auch das System quasi kennen. Ja, ja genau. Religiosity steht hier. Genau. Oh, okay. Und Economic Development, also so, wie heißt das hier? Wirtschaftliche Entwicklung. Wirtschaftliche Entwicklung und so weiter, genau. Ja, und so, und darunter, das ist quasi so der Entwicklungsprozess. Wir lernen das so kennen und verstehen auf einmal, dass die, und sehen gerade weiter rechts von mir, da Sinnesbefriedigung und so weiter. Und darüber hinaus kommen wir langsam so in die, in das Verständnis, dass es doch noch ein bisschen mehr gibt, wie das, was wir bisher dachten. Und in der alten Bhagavad Gita, in der ersten, da ist es aufgezeichnet, auch wie auf einer Treppe. Ja, so die,
die verschiedenen Stufen der spirituellen Entwicklung. Und da ist die Verstrickung einfach da unten. Ja, da gibt's, wenn wir da nicht irgendwie durch die Barmherzigkeit, also da kommen wir her. Und durch diese Barmherzigkeit Chaitanya Mahaprabhus und Srila Prabhupada erkennen wir, ne, so Oman Dhyana Timirandas, der Dhananya Nashalakaya, so durch die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters, der uns Licht in diesem Dschungel gibt. Sonst würden wir keine Möglichkeit haben, das auf dieser klaren Art und Weise, wie das für uns zugänglich ist, verstehen zu können. Und darunter dann so die tierischen Lebensformen. Ne? Genau. Und Ramgopal, wo du das gerade sagst, ganz rechts ist so ein sehr starker Stängel, Impious Acts, der führt nach unten. Also unfromme Tätigkeiten. Aha, das heißt unfromm. Okay, alles klar. Oder auch sündhafte Tätigkeiten, so könnte man es auch neben schreiben. Sinnesbefriedigung. Das hat ja seinen Sinn, dass das genau dasteht. Ja? So, also das ist das. Und was heißt Pious Acts? Was heißt das, Pious Acts? Pious Acts sind die frommen Tätigkeiten. Und da siehst du ganz klar, der geht nach oben. Ja. Ne? Auch, lass uns mal schauen, auch von der Schrift, also du musst von unten nach oben lesen, das hat der Künstler wahrscheinlich ganz bewusst gemacht. Du fängst beim P unten an und liest nach oben, wohingegen auf der anderen Seite er das umgekehrt gemacht hat, eigentlich ganz schlau. Da musst du dann oben anfangen zu lesen, Impious Acts, und dann weiß man schon, aha, das Ganze führt eher nach unten. Also da kann man wirklich so Srila Prabhupadas unglaubliche Genialität auch erkennen, weil er hat unglaublich viel Wert darauf gelegt. Also er hat das mit Sicherheit so abgesegnet, dass das so gemacht wird und so. Ja, dass diese also Nuancen da so hervorgehoben wird, eben oben angefangen die Schrift nach unten und unten angefangen die Schrift nach oben. Da muss man ja erstmal so drauf kommen, auf solche Idee. Ja. Also das ist schon sehr tiefgründig, dieses Bild, und sollte eigentlich im Louvre hängen, mindestens. Ja, schön. Prima. Ja, genau. Ja, und eine Sache, die vielleicht nur mal so, weil wir ja auch ein bisschen das Bhagavatam auf das echte Leben übertragen, vielleicht nur mal, vielleicht interessiert es euch. Ich hatte gestern eine kurze Diskussion von einem Freund, der sprach mich an. Es ging um das Thema, lässt du dich impfen? Kennt ihr ja. Was und ist das Thema? Lässt du dich auch impfen und so? Ne? So, ich aber auch, ne, ihr kennt das Thema, und ich sage euch jetzt schon, ich werde jetzt auf dieses Thema gar nicht so tief eingehen, sondern das führt uns zu einem anderen hin. Ich habe dann gesagt, ich bin ein Impfskeptiker. Ich bin kein Impfleugner und auch kein Impfbegeisterter. Ich bin ein Impfskeptiker. Ich finde, das für mich ist immer eine gewisse Skepsis. Ich habe das, glaube ich, auch mal irgendwo in Srila Prabhupadas Büchern gelesen. Skepsis ist auch ein Zeichen von Intelligenz, dass man nicht sofort alles gleich akzeptiert, sondern die Pro- und Kontra-Argumente sich anschaut. Und da bin ich auf einem Standpunkt, wo ich mich noch nicht von der einen oder anderen Seite überzeugen lassen konnte. Und wo ich einfach noch ein bisschen abwarte. Also ich halte da es so ein bisschen, wie es uns mal der Kadamba Kanana Swami in unserer Sendung gesagt hat. Er möchte nicht gleich der Erste sein, auch nicht gleich der Zweite, sondern erst mal schauen. Und so mache ich das auch. Also ich persönlich würde gerne erst mal 6 Monate abwarten. Aber das ist gar nicht so der Punkt. Da geht jeder wohl auch unterschiedlich mit um. Und das respektiere ich auch. Diese Aussage leitete denn der Freund weiter an einen befreundeten Arzt. Und da wissen wir auch, gibt es auch unter den Ärzten ganz unterschiedliche Meinungen. Habe ich also selbst hautnah miterlebt. Und die Antwort war,
jemand, der das anzweifelt oder skeptisch ist, der ist ein Ideologe und er ist weltfremd. Boom. Habe ich erstmal gedacht, huiuiui. Und damit dieser Antwort lief ich dann erstmal ein paar Stunden herum. Bin ich ein Ideologe? Bin ich weltfremd? Und dann habe ich das einfach mal so ganz cool philosophisch betrachtet, bin ins Wörterbuch gegangen. Was war nochmal Ideologie? Und vielleicht ganz interessant, weil es passt auch ein bisschen zu dem heutigen Thema. Da habe ich mir also die Definition aus dem Oxford-Wörterbuch herausgesucht, das aber auf Deutsch übersetzt ist. Da heißt es Ideologie, da gibt es zwei Definitionen. Die erste ist, an eine soziale Gruppe, eine Kultur oder ähnliches gebundenes System von Weltanschauungen, Grundeinstellungen und Wertungen. Eine Bürger- und als Beispiel in Anführungsstrichen, eine bürgerliche demokratische Ideologie, kann man zum Beispiel sagen. So, das ist die erste Definition. Da habe ich so mich gefragt, naja, ja, ist bei mir der Fall. Ich habe eine soziale Gruppe, ich habe eine Kultur, ich habe eine Weltanschauung, ich habe eine Grundeinstellung und ich habe Wertungen, die eben auch mit einer gewissen Kultur, ich würde sie als die Krishna-Kultur bezeichnen, die damit in Verbindung steht. Dann war aber die zweite Frage, wer auf dieser Welt kann denn sagen, dass er das nicht tut? Kann dieser Arzt zum Beispiel behaupten, er sei, dass seine Weltanschauung oder seine Grundeinstellungen und Wertungen nicht an irgendeiner sozialen Gruppe oder Kultur verkoppelt ist? Ich glaube, das kann keiner. Ich sage nicht sogar glaube, ich weiß es, weil Krishna es sagt in der Bhagavad Gita, 17. Kapitel, dass es drei verschiedene Arten von Weltanschauungskategorien gibt in der Erscheinungsweise der Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. So, das waren meine ersten Gedanken. Die zweite Definition ist vielleicht auch nochmal interessant. Ideologie wird auch so verstanden als eine politische Theorie, in der Ideen der Erreichung politischer und wirtschaftlicher Ziele dienen, besonders in totalitären Systemen. Wieder ein Beispiel, eine faschistische, kommunistische Ideologie. Da habe ich dann so in mich hineingehorcht. Das Gefühl habe ich eher nicht. Ich finde es eher, für mich fühlt sich das eher faschistisch an, wenn man mir sagt, nur weil ich etwas Skepsis äußere, dass ich das nicht tun darf, dass ich diese Zweifel nicht haben darf, dass ich eins zu eins eine feste Meinung sofort zu übernehmen habe. Das wirkt für mich eher faschistisch, wenn man dieses Wort mal hier übernehmen darf, oder dann im übertragenen Sinne ideologisch, wenn man die zweite Definition anwendet. Das waren ein paar Gedanken zu diesem Thema. Bin ich ein Ideologe? Ich denke, jeder Mensch ist ein Ideologe. Es kann gar keiner sich da herausnehmen. Wir haben Ideale. Jeder fragt jemand an der Tankstelle oder an der Bushaltestelle, ob er Ideale hat. Und wenn er einfach nur sagt, mein Ideal ist es, jeden Samstag zum Fußball zu gehen und hart zu arbeiten, dann ist das schon sein Ideal und dann ist er schon ein Ideologe. Die zweite Sache, die mir ja vorgeworfen wurde, ist, ich sei weltfremd. Und da habe ich gedacht, ja, und dann habe ich das gelesen hier im Srimad Bhagavatam, die Erläuterung. Da wird ja die ganze Zeit davon gesprochen, wie wir die Wurzel dieser materiellen Welt abtrennen können und wieder zurück nach Hause in unsere wirkliche Welt, in unsere ursprüngliche Welt gelangen können. Und das finden wir nicht nur in den Veden, dieses Konzept,
oder diese Idee, sondern die finden wir sogar im Christentum. Dann habe ich mich nochmal erinnert, sagte nicht Jesus sogar, ich bin in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt und ihr seid es auch. Das waren so ein paar Gedanken, wo ich dachte, ja, das passt eigentlich zu dem, was wir im Srimad Bhagavatam oder auch in der Bhagavad Gita täglich hören. Ram Gopal, was sagst du dazu? Interessanterweise bin ich gestern auch in dieser Situation gewesen, also auf einer aber eher nicht so kritischen Art und Weise, also so habe ich das jetzt ein bisschen verstanden, sondern mein bester Freund, wir telefonieren jeden Montag und gestern war Dienstag, ne? Ja, genau, das hat sich irgendwie im Alltag verschoben. Und er fragte mich, er hat mal eine Frage. Und das ist sehr selten, dass wir so uns begegnen, weil wir eigentlich an uns keine Fragen haben, außer handwerkliche Sachen. Und dann sagt er, ich habe heute Abend um 18.30 Uhr einen Impftermin. Soll ich oder soll ich nicht? Und ich war dann so in meinem Geiste und dachte, naja, was fragt er mich denn jetzt und so weiter? Ist irgendwas in unserer Beziehung irgendwie unrund oder so? Keine Ahnung jetzt. Wir haben eine sehr tiefe Beziehung. Und dann stellt er mir diese Frage und dann passiert das so in meinem Kopf, dass ich so anfange zu denken und sprechen und dann sage ich so, einen Moment mal. Ich muss mal gucken, was mein erster Gedanke war, wie du diese Frage gestellt hast. Und da bin ich sozusagen in meinem Kopf zurückgegangen und habe dann gesehen, dass es ein leises Ja war. Ja, ja, okay, lass dich impfen. Und das, also ich mache diese Art von meiner individuellen Praxis, das habe ich mal gelernt, um Gott wahrzunehmen, durch so in Anführungsstrichen einen Zufall, bevor ich ins Krishna-Bewusstsein gekommen bin, bevor ich überhaupt was von der Bhagavad Gita wusste, habe ich mit meinem Freund zusammen damals immer den ersten Gedanken gesucht, weil wir erkannt haben durch einen Mystiker, dass der in seinem ersten Gedanken immer das Göttliche gefunden hat. Und dann haben wir in uns so dieses Göttliche in den ersten Gedanken auch entdeckt. In den ersten Gedanken, den wir zu irgendeiner Sache haben, sage ich jetzt mal meine persönliche Meinung, das ist, habe ich noch nicht so in den Schatz fast so gefunden, meine persönliche Meinung, in den ersten Gedanken, egal zu dem, was wir denken, manifestiert sich immer Krishna. Und meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung, das muss jetzt für niemanden anders maßgeblich oder zutreffend sein, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich vertraue darauf, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe, dass das dann auch immer richtig war, egal in welchen Beziehungen. Und so fand ich das für mich sehr schön, dass ich auf diese tiefe Frage, die ich ja eigentlich gar nicht beantworten kann, soll er sich impfen lassen oder nicht, weil ich meine, ich gehe da ein total hohes Risiko ein, wenn Ram Gopal sagt, ja, lass dich impfen oder mach das nicht oder so. Also das kann ich ja gar nicht übernehmen, so diese Verantwortung. Und will ich auch überhaupt nicht. Aber weil ich dann in diesem, das war wirklich ein ganz feines Jahr, das kaum wahrnehmbar war. Das habe ich dann als die Überseele gesehen, in dem Urwald meines Geistes. Ja, okay. Und interessanterweise ging das dann so in Korrespondenz mit meinem besten Freund, der sich auf einmal ganz sicher fühlte. Und ich weiß jetzt nicht, also wir haben gestern Abend das Gespräch war gestern Vormittag und gestern Abend um 17:45 Uhr, da musste ich ihn noch was Terminliches fragen. Und dann hatte ich das schon ganz vergessen, dass er auf dem Weg zum Arzt ist. Und das war dann so 17:45 Uhr. Und dann sagt er mir, ja, ich bin jetzt auf dem Weg zu dem Termin beim Arzt. Und, ach so, sag ich so, das habe ich schon ganz vergessen. Und dann sage ich, und wie geht's? Und so, ja, okay, aber da gibt es ja noch eine Viertelstunde Zeit, da kann ja noch alles passieren und so weiter. Also ich weiß jetzt nicht, ob er es getan hat oder nicht. Aber das fand ich dann
tatsächlich außerhalb dieses unteren Bereichs des Banyanbaums die Lösung so zu finden. So, ob das jetzt richtig ist oder falsch, oder ob ich in mir einer feinen Illusion zum Opfer gefallen bin oder nicht, das sei jetzt mal alles so dahingestellt. Aber ich vertraue darauf schon sehr lange. Und also das bedeutet ja dann auch immer mehr wie 30 Jahre, weil ich diese Erfahrung einfach gemacht habe, bevor ich ins Krishna-Bewusstsein kam. Und ich habe mich gleichzeitig frei von Verstrickung und von dieser Verantwortung gefühlt, eben meinem besten Freund jetzt so, also ich gebe jetzt den Ratschlag. Also ich habe das ganz klar als Krishnas Ratschlag so gesehen. Ja, okay. Also erstmal, ich respektiere das. Ich glaube, ich weiß auch, was du meinst, und ich nehme das auch ernst und erlebe es teilweise ähnlich. Hier jetzt bei diesem spezifischen Thema kann es auch sein, dass das individuell unterschiedlich ist. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen, denn was für den einen gut ist, muss nicht immer für den anderen gut sein. Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall, das war diese Momentaufnahme für uns beide. Das gilt nicht für den Rest der Welt oder dieses Universum oder sowas. Das war für uns beide und so, nicht weiter. Verstehe, genau. Ja, das kann ich, ich sag mal, natürlich sagt Krishna auch in der Bhagavad Gita, von ihm kommt Erinnerung, Wissen und Vergessen. Ja. Und wenn wir natürlich mit Krishna tief in Verbindung stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir auch zu einer spirituellen oder Krishna-bewussten sofortigen Entscheidung kommen, dass wir da schnell eine direkt von Krishna inspirierte Eingebung bekommen. Es kann aber auch sein, und das sagt Krishna auch in der Bhagavad Gita im 7. Kapitel, dass zum Beispiel Menschen, die materialistisch sind und dann die Halbgötter verehren, da sagt derselbe Krishna, dass er diesen Leuten diesen Wunsch sogar noch verfestigt und eine Inspiration gibt, wie sie noch stärker diesen Halbgott verehren. Da könnte es jetzt sein, dass so eine Person sagt, ja, ich habe sofort die Inspiration bekommen, soll ich diesen Halbgott verehren? Und da war dann auch gleich die Inspiration. Krishna sagt aber, weil wir auch unter den Erscheinungsweisen stehen. Das heißt, wenn wir unter der Erscheinungsweise der Unwissenheit stehen, dann kommen natürlich auch Inspirationen gleich. Soll ich eine Flasche Wodka trinken? Ja, ich will eine Flasche Wodka trinken. Wenn ich unter der Erscheinungsweise der Leidenschaft stehe, soll ich in die Diskothek gehen und mir meine Lederjacke anziehen? Ja, super Idee. Das war der erste spontane Einfall. Wenn ich unter der Erscheinungsweise der Tugend stehe, frage ich mich, soll ich statt Red Bull kristallklares Wasser trinken? Ja, mach das. Das ist gut für deine Gesundheit. Ist dann auch der erste Impuls. Ich wollte das nur sagen. Wir dürfen das nicht ganz aus den Augen verlieren, weil du vielleicht schon seit geraumer Zeit auf dem Pfad der Tugend, wenn nicht sogar auf dem Pfad des Krishna-Bewusstseins aktiv und bewusst wandelst, äußern sich auch solche Entscheidungen dementsprechend. Das kann aber bei anderen Menschen, die unter den niederen Erscheinungsweisen stehen, vom Einfluss her anders aussehen. Danke, dass du das nochmal so klärend aufgreifst. Also daran habe ich jetzt, natürlich ist es so, wie du das sagst, auf jeden Fall. Das ist auch wichtig, dass man das so, dass man die Flasche Wodka-Impuls nicht als Krishnas Barmherzigkeit betrachtet und so weiter. Also das ist natürlich klar, dass ich habe jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung da berichtet, und ich fand das ganz interessant, um die Brücke dazu zu bauen. Du in dieser ideologischen Austausch und ich habe zur gleichen Zeit so eine Erfahrung, die sich dann wirklich so auf der spirituellen Ebene geklärt hat.
weil ich immer versuche, also soweit ich kann, das mit Krishna irgendwie so abzustimmen und bilde mir ein, dass er mich da dann so unterstützt oder Guru Dev sich manifestiert und Führung gewährt und so. Das hat natürlich was mit mir zu tun, mit meinem Wesen, mit meiner Praxis, mit meinen Erfahrungen und so weiter. Aber gut, dass du das nochmal so sagst, also nicht alles ist ein Brei sozusagen. So, ne? Und jeder erste Gedanke ist dann da die Transzendenz und so. Das ist, wow, das wäre natürlich cool. Der Glockenturm. Genau. Vielen Dank, lieber Ram Gopal. Wir haben genau 9 Uhr, sehe ich, auf dem Glockenturm. Aber ich denke, wir sind uns da im Großen und Ganzen auch ziemlich einig. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich auch bei allen live dazugeschalteten Zoom-Teilnehmern. Und morgen haben wir, das kündige ich euch mal an, Donnerstag ist meistens unser Frage- und Antworten-Donnerstag. Und wir haben morgen das Thema, ganz exklusives Thema, Krishna West. Fragen zu Krishna West. Was ist das? Ich habe in den letzten Wochen und Tagen wieder viele Fragen bekommen und dachte, wir widmen uns einfach mal diesem Thema. Und aber alles auch auf der Grundlage des Srimad Bhagavatams und der Bhagavad Gita. Falls ihr da Fragen habt, nutzt die E-Mail-Adresse oder unsere Frage- und Antwortengruppe auf Telegram. Das blende ich euch ein. Und seid gerne live dabei. Den Zugangslink findet ihr auch in der Videobeschreibung. Falls euch das nicht möglich sein sollte, abonniert gerne diesen Kanal. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich und schnappe mir die Ukulele. Und schaltet gerne eure Mikrofone einmal ein. Wenn ihr mögt, auch gerne eure Kameras. Ist immer sehr erfrischend, auch fröhliche Gesichter zu sehen, die Hare Krishna singen. Und ich singe einmal vor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Bol, alles Gute, Hare Krishna, all the best to Srila Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.